Scheiß verfickter Hurensohn, Arschloch, Sackgesicht, Wichser! Ja, und ich habe schon gefragt, wo ich die hin habe. Und mit diesen netten Worten begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge Borderlands 3 mit dem Toki und hier ist er mit dem Dave, Junge. Starkes. Da ist er da, der Dave. Wo ist er? Jo, Junge, guck mal. Ha! Ihr verfickten Arschloch-Hurensohn-Wichser. Ja, also wir müssen im Prinzip bei der Hyperion Sanctuary, nicht Hyperion, wie komme ich noch Hyperion? StarCraft. Ja, noch ein paar Hilfen. Ja, die ist hier unten, die dicke. Bin eh immer abgelenkt durch ihre Zitzen. So nicht Kuchenpferd. wo seid ihr hin? Ich hab euch verloren. Ich hasse dieses Schiff jetzt schon. Ah, da ist er. Das ist schon wieder das alte Sturmwind. Da ist er. Hui. Ein kaputter Entropiebeschleuniger ist keine große Sache. Ich hab reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Das sagt bitte nicht im Blowjob oder sowas. Das wäre echt. Vor Kotze einer Linie ergeben. Ja, soll ich jetzt so machen? Da brennt's aber. Wir müssen wohl den Druck aus dem Frachtraum ablassen. Aha, du Luder. Was öffnet die Garage zum Weltraum? Was ist die Garage? Garage, Joghurt. Ach, ich muss hier oben drauf drücken, okay. Tja, lebt wohl, Halbkralle Jetpack und Linkshänderwapp. Es sollte wohl nicht sein. Aber wenn Öl nicht in den eisigen Schlund des Weltraums gesaugt wurde, sollte er noch einen Entropiebeschleuniger übrig haben. Junge, Junge. Die machen fehlt langsam, die Waffen. Ich habe mich immer noch nicht so richtig entschieden, was ich nun am besten finde. Gut, hier sollen wir rein, wie es aussieht. Was ist das denn? Oh, hier gibt's epische Knarren rechts. Nico, what? Ja, bei mir ist da jetzt auch nicht überkrass, es ist da jetzt auch nichts dabei. Ich hab erstmal was gekauft, aber ist kein. Aber ihr klopft. Jetzt wach schon auf, Earl! Unser Schiff ist am Arsch und wir brauchen deine Hilfe! Was willst denn du? Einen Entropiebeschleuniger. Ich bin beschäftigt! Verpiss dich! Gib mir den Entropiebeschleuniger, Earl! Ich sehe deinen Namen nicht an der Tür, wie immer du heißt! Gib mir das Teil oder ich verbieg dich zu einer Brezel und funkeligen Salzlauge! Schon gut! Ich würde ja gern gegen was Wertvolles tauschen, aber du hast ja nichts! Also zieh Leine, du Schmarotzerin! Hallo? Ich hatte einen echten Scheißtag, nerv nicht! Du hast einen Scheiß! Kein Deal! Hey, du! Kammerjäger, er hat sich da drin verschanzt. Wir müssen ihm geben, was er will. Wir brauchen Iridium. Geh zur Bar und sprich mit meiner Mama. Sie hat für alle Fälle von jeder Währung was da. Oh Gott, ich hoffe, die sind noch dicker. Könnte mir vorstellen, schon. Jabba da hat, dass das die Mama ist. Oh, ah. Was zum Fick? Diese Gentechnik wieder. Bitte töte mich nicht! Schon wieder meinen Ständer verstecken. Genau. Der Tisch ist zu hoch, wartet kurz. Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde. Ah, hier gibt's eine andere Währung. Genau, Iridium. Ich hab direkt gewonnen. Na, während ihr Glücksspiel macht, hau ich die schon mal an. Und du, Zuckerschnute? Ich bin dein neuer Stecher. Rose. Und du siehst nach Ärger aus. Schuldig. Pfoten weg von unserem neuen Kammerjäger, Ma. Wir sind was? In der Scheiße. Wir
brauche Iridium, um das Schiff zu reparieren. Hast du mal meine Spielautomaten ausprobiert? Vielleicht hast du ja Glück. Ich würde zumindest ja nochmal einen Knöpfen drehen, Mäuschen. Den kann ich nicht benutzen, oder? Ach, hier. Willst du mich doch verarschen? Das stinkt. Scheiße, jetzt bin ich mit meinen Gedanken alleine. Oh, jawohl! So. Na, sieh mal an. Du hast ein echtes Händchen dafür. Nicht nur dafür, Mäuschen. Komm ruhig wieder, Zuckerschnute. Ich kenne noch ein paar andere Spiele. Alter. Okay, KJ, gib dieser Kackfresse Öl, was er haben will. Es muss sich was ändern. So kann es nicht weitergehen. Oh Gott, ich bin in der Glücksspielhölle. Ich fühle mich wie... Ja, wenn wir jetzt streamen würden, würde ich mich fühlen wie Montana Black, Alter. Ich bin down. Ich kämpfe um mein Leben. Danke. Geht's dir gut? Oh. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal runter, ne? Zu Onkel Irr. Kann man hier verkaufen irgendwo? Lieblingskundin, schön dich zu sehen, Baby. Nenn mich nicht Baby. Ich bin die Tigerin, schon vergessen? Oh Gott. Ist ja gut, Baby. Oh, okay, das war ein Fehler, Tigerin. Die Tigerin. Hör mal, ich bin dein Agent. Ich kümmere mich um dich und eins sage ich dir. Du bist brutal entwachsen. Du hast die Gangs erledigt, die Leute geholfen, aber es gibt niemanden mehr zum Bekämpfen. Legenden müssen weitergehen, weißt du? Wiedergeboren werden, sonst sterben sie. Deshalb verschwinde ich von hier. Wir sind hier hochgelaufen. Ich habe von einem Ort gehört, der Sirenen anzieht. Ich spüre es auch schon. Pandora. Ich liebe die Musik im Hintergrund, die ist geil. Mann, das ist ein harter Ort, Baby. Tigerin. Ich hab's auch. Viele Kämpfe, Kannibalenbanditen, grausame Bestien, sogar Alien-Zeug. Ja, ich weiß. Es ist perfekt. Ja, komm. Was? Du musst etwas von Earl kaufen. Ach so. Mir fehlt das Geld dazu da noch. Nee, nee, bei ihm. An der Tür. Ach so. Kannst du auch. Kannst du dir Skins und so einen Krempel kaufen. Ja, aber ich habe nur 69 Iridium. Wie soll ich mir aber mit dem was kaufen? Verkaufen kann man wie im nächsten, ne? Ne. War das so schwer? Es war schrecklich, mit dir Geschäfte zu machen, Earl. Komm bloß nie wieder! Wie kriegt man diese Währung, Dave? Missionsziele erfüllen. Später kriegt man auch eine Möglichkeit, so Vorkommen zu öffnen von Iridium. Das ist diese violetten... diese violetten Steine, die überall rumstehen. Ja. Die können wir jetzt noch nicht knacken, aber später kriegst du halt eine Möglichkeit, die zu öffnen. Und dann kannst du diese Dinger kaputt machen. Was machst du da eigentlich gerade, du gruseliger Gnome? Sieht aus, als ob du Gameboy spielst. Mach ich auch. Petrus. Scheiß. Schönes Eckermodo hat er. Ja. Guck, das kann ich auch. Siehst du, wie schön meine Augäpfel tanzen? Was macht man damit? Wie kriegt man das? Müsstest du auch in der Post haben. Jedes Mal, wenn irgendeiner im Inventar oder irgendwelchen anderen Menüs rumgeistert, sieht der andere das mit diesem komischen Gameboy da. Ja. Ne? So. Danke für das Iridium, du Kacke-Farmer! Na mal, geht's noch oder was? Hier liegt der Entropiebeschleuniger. Das ist ein Wichser-Hund. Jetzt installier schnell den Entropiebeschleuniger! Wir müssen uns beeilen! Das ist falsch, aber okay.
Ich laufe nur Shark hinterher. Ich glaube, die ist über uns, ne? Ja, hier ist er. Hier müssen wir hin. Renn in die Bude. Das wäre eine Empathiebeschleuniger. Oh ja! Jetzt stürzt sie wieder wie ein sattgefressener Skank. Ab auf die Brücke, KJ! Verschwinden wir hier! Ach Dave, was will die von uns mit ihrem KJ? Kammerjäger. Abgezogen. Oh Gott. Hm, ja gut, naheliegender hätte es nicht sein können, das ist richtig. Bei Basti habe ich auf Kamm-Jockey getippt, aber. Aber das wird ja mit C geschrieben. Ich glaube, Dave, naja, ich glaube, der kennt sich mehr aus. Ja, ich habe mich verlaufen. Ich versuche mal in eure Richtung zu kommen. Hier ist kein Porsche, wir können nicht ranbauen. Alter, BOB wird's auch. Ja. Warte doch auf mich! Auf, geh mal schön die Treppe rauf! Dieses Schiff, ne? Ah, hier ist eine Leiter. Ruhig uns wieder. Hallo! Zurück aus der Versenkung? Ich dachte, da hängt aber noch seinem Arsch im Loch. Während du weg warst, hat Troy ein Propagandavideo für unsere Anhänger gemacht. Galaxis-Premiere! Sieh es dir an, du bist ein Star! Wo sehen wir das? Guck mal, bitte. Ah! Jetzt aber schnell nach Prometea. Wir sehen uns. Hab einen schönen Krieg. Man kann über diese Leute sagen, was man will. Ihr Produktionswert ist der Hammer. Da hat er recht. Ignorier sie. Wir haben zu tun. Kammerjäger, verschwinden wir hier. Und diesmal wirklich. Bring uns nach Prometea. Kannst mir gar nichts mehr sagen, du alte Fritz. Du hast nicht mehr, mehr Kräfte. Ja. Du bist jetzt einfach bloß eine armselige Kunstgeschichtsstudentin. Nur so ein bisschen, ja. So, voll auf frei. Mit dem Patreon-Account. Es geht los. Oh ja. Oh, ich geh vorne hin, um es mir anzusehen. Was ist los? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ui. Komm schon. Mein Arm. Oh, ich muss brechen. Ist voller Schade. Okay, wir sind heil angekommen. Immerhin. Was zur Hölle? Eine Malivorn-Flotte. Eine was? Ich dachte, das sei ein Atlas-Planet. Hier ist was faul, Lil. Da hat offenbar noch jemand ein Auge auf Promethea geworfen. Nein. Kammerjäger, hier rüber. Die verstehe Kiswal hier. Kiswal, Schalowal. Hör zu, wegen der Sache auf Pandora. Nichts darf uns aufhalten. Du wirst für mich einspringen müssen. Ja, kann sicher. Ich mich auf dich verlassen? Kannst ja nichts mehr. Aber klar, Commander. Gut. Nehmen wir Kontakt mit Atlas auf. Wenn jemand weiß, wo die Kammer ist, dann sie. Genau so. Oh, glücklicher Wunsch. Ich empfange keine Danke. Signale von Atlas. Maliborn muss ihre Kommunikation stören. Warum machst du eigentlich kein Live? Ich auch nicht. Durch die Sprengsätze, glaube ich. Das klang nach einem Notruf von Atlas. Sie brauchen da unten Hilfe. Nö, es klang mit der Grußkarte. Atlas auf unsere Seite zu bringen, wäre ein guter Anfang, um die Kammer hier zu finden. Wenn wir sie unterstützen, helfen sie uns vielleicht. Oder sie töten uns zumindest nicht, während wir suchen. Der Notruf kam vom Stadtrand. Wir müssen runter auf die Oberfläche. Aber wir haben keinen Zugang zum Schnellreisenetzwerk von Promethea. Da bin ich dir längst voraus, Lil. Kammerjäger, komm zum Frachtraum, dann reden wir. Oh, Junge, wenn die mal so viel laufen müsste ja. Wie wir, dann wäre die auch einfach mal so schlank wie ihre Mutter. Ich wollte gerade sagen, das ist schon. Das ist schon fast wieder Goku-Zeit, oder? Habt ihr eigentlich schon die Verbindung zu Arten gesehen?
Ja. Den Raptor haben wir entdeckt. Das ist Deinonychus. Voll leid, ich weiß nicht, warum ich keinen hab. Naja, wahrscheinlich, weil du keins verdient hast. Die sind doch irgendwo überall in den Schränken, sind doch diese Heilungsdinger, oder? Warum fährt denn hier die ganze Zeit? Ich höre hier die ganze Zeit Musik. Spielt bei euch auch nur Musik im Hintergrund? Das hatten wir doch, als ich bei dir war zu Besuch, dass auch auf einmal eine Musik anfing. Nee, bei mir spielt keine Musik. Was ist denn das für ein Schmutz? Der Pornhub Premium Account? Wahrscheinlich. Der übrigens an die Zuschauer zur Zeit der Corona-Krise kostenlos ist, weltweit. Frei ficken für alle! Gönnt's euch! Zieht euch Ryan! Schmeckt! Schmeckt! So, wo müssen wir hin? Oh, hier sind Ausrufezeichen. Weltraumparty. Um unserer Hochzeit beizuwohnen, musst du die Sanctuary zur eisigen Randwelt von Xylurgus bringen. Ach, das DLC, ne? Ich weiß. Ach. Okay. Habt ihr die DLCs gekauft? Ja. Ich nicht. Ich bin so lost in dem Game. Ich hab die DLCs. Ich baller einfach auf alles, was die ballert. Das ist meine Aufgabe hier. Na los, wir müssen mal ein bisschen jetzt shootern, bitte. Komm. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Folge gleich vorbei ist und ich gleich wieder einen Rauch nehmen darf. Hi Zuckerschnute. Ich hätte da einen Vorschlag für dich, wenn du dein Glück versuchen willst. Ich habe einen Preis gefunden, der es wert ist. Ich rede von Beute. Junge, ich habe mein ganzes Gold schon in dein Glücksschlitz gesteckt. Casino. Ja, so wieder. Der zarte Monika. Ich habe unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Sie wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden. Dann kannst du wieder raufkommen. Also, das wird weder bequem noch zuverlässig noch sicher, aber reingelegt. Ein Aber gibt es nicht. Das war nur eine Aufzählung. Und jetzt hör auf, meine Beine anzugaffen. Ja, ich krieg das mit. Steig ein und los geht's! Du hast gar keine Beine! Ja. Die Schuhe kommen aus deinem Rumpf, Oma! Hey, hör zu! Ich würde sagen, du hast Arschschuhe an! Aber es geht dir nicht gut! Wir müssen alle mit anpacken! Ich weiß, du dass du es drauf hast! Ich keine Waffe anhabe, die zoomen kann! So, warte mal ganz kurz! Oh! Startet. Ist es Goku-Zeit? Oh! Was ist das? Ah ja, für... Oh. Aber wie kann ich denn das freischalten? Ich hab's auch noch nicht. Achso, war das dieses Schmuckstückteil? Genau. Nee, diese, wie heißt du das? Klassenmod. Das kommt noch. Kommen wir noch okay. Hin. Schaltet sich in Story-Modus frei, nach und nach. So, wollen wir? Ja. Wann ist denn hier Goku-Zeit? Lass mal Basti da drauf drücken, bitte. Ich spüre hier gar nichts. Ich bin nur stiller Zweilaber. Ich bin hier für die fetten und transfeindlichen Witze. Ich drücke auf Benutzen, funktioniert auch nicht. Ja, warte. Warte doch mal, du sollst doch nicht so viel drücken. Da ist schon wieder die Reisewarnung abgebrochen. Du hast Corona besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Borderlands durchgespielt. Die Musik war übrigens doch in-game. Weil jetzt im Ladebildschirm ist er weg. Oh, du hast einen Schlaganfall und dein Gehör ist kaputt. Wer spricht da? Jetzt sagen wir so, warum leuchtet die Punkte? Edgar Wallace ist aber... ein Machbar. Oh. Das klingt nach Flens. Flens, meinst du? Wer ist er denn? Und er tappt erstmal mit seinem Flammenwerfer hervor. Every day I'm shuffling. Das sah echt heftig aus. Bist du noch da, Killer? Das
war das Schlimmste. Es dauert immer ein bisschen, bis Daves Ladebildschirm vorbei ist. Aber schreit doch schon rum. Du lebst doch. Ellie scheint dich ins Stadtgebiet gebracht zu haben. Finde raus, woher der Notruf kam. Oh. Oh, jetzt geht's richtig los, wie es aussieht. Ja, Dean! Endlich! Junge. Alter, sind die Waffen einfach sinnlos übertrieben. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Clusterfuck an Effekt? Hi, Superfan! Da bist du ja endlich! Wir warten schon ewig hier. Oh, danke für die coolen Kratzele. Das Firehawk-Ding ist der Hammer. Oh, viel Spaß. Sniperman, Sniperman! Tötet das, was nicht getötet wird, egal. Warum erinnert mich das an Halo? Das ist ein bisschen so, ne? Scheiße, was passiert hier? Hey, du, komm her. Ruhig dich mal. Ach, da heißen die, soll sich. Die soll sich beruhigen, Junge. Nur weil sie hier rummenstruiert, ist sie nicht der Chef. Hm? Oh, das ist schön, hier ist gleich was zum Verkaufen noch. Ich hätte gern was zum Verkaufen. Ja. Nichts an Bord, was ich verkaufen könnte. Echt nicht? Ja, ein, zwei Sachen. Hier links in der Halle. Warte. Dann sammle ich den ganzen Crap hier noch ein. Liegen überall Robote.
kurz, bitte? Warte mal, ich loote gerade, Junge. Genau, lass mich erstmal verkaufen hier. Dann folge ich dir gerne. Forbes, hau ab! Mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Gönn dir eine Mord für Söldner mit Klasse. Das kann ich gut gebrauchen. Aber Raketenwerfer, Dave, sind im Spiel total scheiße, oder? Also ich hab noch keinen gefunden, der irgendwie cool wäre. Würde ich später noch mal eine Chance geben. Manche sind echt im Wahl. Aber am Anfang hast du recht. Ich glaube, am Anfang habe ich auch kaum mit schweren Waffen gespielt. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Ja, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen genug Geld, um mehr Munition zu kaufen. Das ist hervorragend. Ja, geht mir auch so. So, Dave, was hast du denn für uns vorbereitet? Kommen Sie mal mit. Eine will schon zusammen sein. Ja, Häschen. Ich werde ganz fickelig. Automatisch laufen, ne? Na, Schiff, wenn. Also bei mir ist es so, wenn du Shift einmal drückst, rennt er die ganze Zeit durch. Ja, aber nicht ohne, dass du W drückst. Nee. Ey. Schön, wie es kosten wurde. Dave, das eine, was wir mal hatten, wo wir im Disconnect hattest, danach nicht mehr reinkamst. Das hatte ich mit Basti zum Beispiel gar nicht mehr. Okay. Wir hatten das Spiel von euch aufgemacht in dem Moment. Basti. Achso. Na, normalerweise müsste das eigentlich noch kommen. Deswegen. Es gibt, endlich habe ich jemanden, der mich wirklich versteht. Es gibt halt typisch Open-World-Spiel halt auch Kartenziele, ne? Okay. Überall versteckt. Ja. Und die erfüllt kriegst du halt extra Sachen. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch diese Rüstung, beziehungsweise diese andere Panzerung beim Auto nicht, ne? Das kann sein, ja. Stimmt, es kann sein, dass ich bei dem komischen Vieh gelootet habe. Ich würde mal schnell verkaufen. Jetzt, wo wir einmal hier sind und ich viel grauen Schrott aufgesammelt habe. Ja. Ja, auch schon noch ein bisschen was in der Pesch. Ja, bei Lorel A. Morlei. Das nehme wohl besser ich. Na, da müssen wir uns jetzt immer zwei Autos spawnen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht später noch welche gibt, die Dreier sind sozusagen. Es gibt noch ein Fahrzeug später oder eigentlich hätte man das schon haben können. Was mehr als zwei Leute transportiert. Oh, da kommen wir bestimmt wieder drauf. Du brauchst eine Diagnose? Dann ab zu einem echten Arzt. Du brauchst eine Diagnose. Steck ihn in die Hose. Allein ist mir viel nicht da draußen. Ja. Ja, bis dann. Wie ist es eigentlich mit Cuckoo? Cuckoo ist noch nicht so weit. Müssen wir noch ein bisschen. Ich glaube, Folge 2. Let's Cuckoo. Hör doch auf rumzuheulen. So, also ich wäre soweit. Hauen wir die Omi mal an. Leck mich, das nenne ich gutes Timing. Na, aber gerne doch. Diese haben irgendwie Maliwon-Kanonen in ihre Griffel gekriegt. Ach ja, ich bin Lorelei. Hat Rhys dich geschickt? Ich kenne keinen Rhys. Eins, zwei, mein Boss, drei. Der Chef von Atlas. Wir sind mit Maliwon im Du wunderschöne Lorelei. Diese Irren tauchen überall in der Stadt auf und brüllen was von einer Kammer. Bedank dich bei den Kalypsos. Ich muss die Kammer vor ihnen erreichen. Die Kalypsos? Die jammernden Echonet-Arschlöcher vom Kult? Von Kammern habe ich keine verfickte Ahnung. Aber Rhys, komm,
Ich muss ihm eh von unserem Banditenproblem erzählen. Es ist ich schwer, ihr in die Augen zu sehen. Oh, hier ist noch eine Feste. Hier sind wir eh nicht mehr sicher. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Hey, Rekrut! Vor 7 Jahren habe ich Klötzlist ins Leben gerufen, um Leute mit Problemen in Kontakt mit Helden wie dir zu bringen. Ich hab das Passwort vergessen. Aber hey, diese Attacken sind nur 7 Jahre alt. Also sind diese Leute immer noch hilfsbedürftig, / am Leben. Ein Doktor namens Ace Baron benötigt deine Hilfe. Er hat sein Zeug verloren. Begib dich zum Mondschuler Erholungszentrum und mach dein Ding. Dann werden wir beide mit Lob und Bewunderung für unsere guten Taten überholt. Schon, sehr gut. Ah, das ist für 3, ah. Genau, wenn jetzt hinten zum Beispiel brauchst, ist von jedem Ballon. Sehr schön. Ich will nicht lügen. Atlas wurde niedergeschlachtet. Mit den wenigen Ressourcen, die ich noch habe, habe ich die Zivilisten beschützt und die Maliwon-Versorgungslinie gestört. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt in einem Bett geschlafen habe. Ach, ich vermisse Kaffee. Achso, die repariert sich automatisch. Okay, noch einmal. Ich sage es extra ganz langsam. Maliwon-Kerle nicht töten. Tötet die Maliwon-Kerle! Für meine Königin! Für meine Frau! Nein. Okay, diese Energie. Ich liebe sie, aber wir haben einen Deal mit Maliwon gemacht und jetzt werden wir sie nicht töten. Also, was machen wir, wenn KI, wir Next Level, Alter? Ja, okay, nochmal von vorne. Scheiße! Die Banditen stecken mit Maliwon unter einer Decke. Scheißendreck. Na toll. Wir sind da. Ab hier geht's zu Fuß weiter. Am Arsch, hier sind wir doch gestartet, oder? Nee, ja. Wir sind einmal im Kreis gefahren. Jetzt kommt was, das man nicht jeden Tag erlebt. Marcus gesteht einen Fehler ein. Meine Leute sind da drin. Überlass das Reden mir. Toll, du hast Marcus unterbrochen. Skylar, mach auf! Passwort? Das Passwort ist... Mach die Scheißtür auf, bevor ich dir eine Kaffeemaschine in den Arsch ramme. Das ist sie ganz sicher, Leute. Willkommen zurück, Sir. Lagebericht, wie steht's? Viel Bewegung. Banditen und Maliwan-Patrouillen arbeiten zusammen. Wir haben die Zivilisten in die Tunnel gebracht. Nur für alle Kaffeesüchtig, und wir haben versucht, sein. Zu erreichen. Mhm. Aber Maliwan stört unsere Kommunikation. Mist. Danke, Skylar. Na los, Kammerjäger, hier geht's lang. Skylar! Doch, wir sind die coolen Dudes hier, was soll denn das? Skylar ist Skylar. Oh, neues Video. Siehst du die Zivilisten da? Maliwon ist es scheißegal, ob sie ins Kreuzfeuer geraten. Wo kommen denn die? Ich kann die Videos nicht sehen. Neue Waffen als ihre eigenen verkaufen. Nee, das sind nur Turmbänder. Ich war bloß gerade auf dem Fernseher, war ein neues Band. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, die Atlas-Basis zurückzuerobern. Bye. Hi, wie geht's? Da muss ich jetzt ansprechen, oder was? An jedem Wort von Tyrene hängen. Eben, Chris. Komm wieder, okay? Bürger, dieser Planet ist... Mir bleibt nur die Rache.
Warum bricht das ab, die Hure? Wie du siehst, stinkt mein Leben gerade gewaltig. Aber diese zwei Maliwan-Pisser, Rex und Max, stinken ganz besonders. Sie scheinen sich mit Kriegsverbrechen übertreffen zu wollen. Einer von beiden hat meine Familie umgebracht und ich weiß nicht wer. Finde heraus, wer es war und töte ihn. Ja, wenn es sein muss. Wenn du denkst, Rache ist eine Lösung. Mal kurz auf den Klo. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenfäuschen. Bis gleich.